Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gewinnspiel, zu meinem Gewinnspiel, zu eurem Gewinnspiel. Was genau ihr machen müsst, das erkläre ich euch jetzt ganz schnell. Es ist ganz einfach und zwar schreibt mir in die Kommentare, es ist nämlich ein Love Yourself Gewinnspiel, was ihr an euch besonders mögt. Ihr müsst dafür angemeldet sein, das ist schon mal wichtig, um überhaupt in die Kommentare etwas schreiben zu können. Und Schritt 2 ist, abonniert den Channel, es wird nur ausgelöst, wer abonniert hat. Also ist ein kleiner Trick, den ich mir bei anderen Gewinnspielen angeguckt hatte, als ich mir Tipps geholt habe. Habt ihr diese 2 Punkte erfüllt? 2 Punkte erfüllt, seid ihr automatisch mit in dem Lostopf fürs Gewinnspiel. Ich werde euch dann nummerieren von Kommentar 1 bis runter, egal wie viele, und werde dann in einer Hilfe. Na, einem Losomat im Internet quasi die Nummer ziehen, die gewonnen hat. So bin ich auch nicht in der Bredouille zu sagen, hey, die finde ich cool oder die nicht so. Also wie gesagt, Channel abonnieren, in die Kommentare schreiben, was ihr an euch selber am liebsten mögt. Jeder hat immer irgendetwas, was er an sich selber ganz besonders mag. Und wenn es nur die Nasenspitze ist. Zu gewinnen gibt es aus meinem Lieblingsladen in Bremen etwas, was ich selber auch mögen würde. Das war mir ganz wichtig, dass es halt etwas ist, was ich persönlich auch mag. Und zwar gibt es einmal Räucherstäbchen. Und die riechen wirklich, wirklich gut. Ich liebe Räucherstäbchen. Dann ein Naturalöl-Parfüm. Es ist ein Parfüm. Na, seht ihr das richtig? Ja. Was ich daran total toll finde, ist, es ist handgemacht. Ihr habt da drin einen kleinen Zettel, da wird euch ganz genau erklärt, wie ihr das machen müsst. Und dann ist dieses Parfümöl in einer kleinen Flasche. Na. Die ist auch noch versiegelt. Man riecht es leider nicht so richtig, aber ich habe es im Laden gerochen. Das ist Patchouli, es riecht unglaublich gut. Handgemacht, total klasse. Und als drittes für euer Gewinnerpäckchen, ich bin jetzt aufgeregt, ist diese coole Gürteltasche. Und ich habe tatsächlich gestern überlegt, ob ich sie nicht doch selber behalte und irgendetwas anderes in das Paket reintun sollte. Ich liebe diese Tasche. Ich selber habe auch eine, nur meine ist nicht ganz so cool, wenn ich ehrlich bin. Ihr habt hier vorne ein kleines Fach und hier ein Fach und hinten ein Fach. Die sind wirklich klasse. Ich habe die auch, wie gesagt, nur in einem anderen Design und nicht ganz so cool. Diese 3 Sachen gibt es von mir für euch, wenn ihr die 2 erwähnten Schritte erfüllt. Einmal meinen Channel abonnieren und einmal in die Kommentare schreiben, was ihr an euch selber am meisten mögt. Das war's auch schon. Ganz schnell, kurz und knapp. Kurz und knackig. Ich hoffe, es machen ganz, 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 ganz viele mit. Umso mehr macht es auch Spaß. Und umso mehr tolle Sachen habe ich zu lesen von Dingen, die ihr selber an euch mögt. Ich wünsche euch noch eine schöne neue Woche. Heute ist ja Sonntag. Und wir sehen uns in ein paar Tagen. Ich werde das Gewinnspiel beenden am 15.03. Dann haben wir genug Zeit gehabt, das zu machen. Mein erstes Gewinnspiel. Ich werde mir im Laufe der Zeit noch andere diverse Gewinnspiele ausdenken und werde dann auch etwas geübter sein. Aber ja, fürs erste Mal. Und ich bin so aufgeregt. Also wie gesagt, einmal die coolen Räucherstäbchen.
dieses wunderbar tolle handgemachte Parfümöl und diese richtig coole Gürteltasche, die ich am liebsten selber behalten möchte. Ich werde noch eine kleine Überraschung mit ins Paket packen, die zeige ich euch aber nicht. Aber ich weiß, was es ist. So, wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns in ein paar Tagen. Auf Wiedersehen!